Oh, herzlich willkommen zum 75. Let's Play von Final Fantasy 9. So, das ist das Dreiviertel, was wir eigentlich schaffen wollten, 100 Videos. Vielleicht werden es sogar etwas mehr, wegen Jahres und so. Und Hades. Ich habe gerade 10. Das sind 2 optionale Endgegner, einen habt ihr ja schon gesehen. Alexandrikon. So, es gibt 3 optionale Charaktere. Alexandrikon, Jardis und Hades. Hades werden wir euch auf jeden Fall zeigen. Ja, und dann so ein dieser Dinger müssen wir jetzt rein. Hm? Mal gucken, welche, ob... Ja. Na klar, vorher kommt ein Gegner. Der Landmann. Ui. Naja, 5151 KP, 3 AP, Erfahrung. Das ist ja dämlich. Frustert sich selber. Was hat er genommen? Gravid. Lustig. Na, 5296 KP hat das Ding. Au! Das hat ja weh getan. Ja, ich glaube, das war Bestienfilter. Bin mir sicher, was das nee. War. Nee. Ich glaube, Pestizid war sein Schwachpunkt. Dürfte er Schrotthaufen angelegt haben? Im nordöstlichen Wirbel ist das. Ja, ist angelegt, sehe ich schon, Pestizid. Ja. Ich glaube, die Waffe hat den Effekt. Kommt das immer drauf. Absorbiert Elektro. Ja, aber ich glaube, dein Gegner absorbiert das nicht. Und wir werden ja sowieso dann. Feen hat noch so viel, mal gucken, ob man da noch was an denen kann. Hau den Lukas. Schon mal. Aber ich glaube, die Bistro-Gabel bewirkt da nichts. Was für... Ah Gott, nee. Mal gucken. Autoporsche auf gar keinen Fall. Verhindert Stopp. Ich glaube nicht, dass hier was Schweigen, Schlaf, beschleunigt, Angeneigung. Ja, müssen wir nicht haben. Gift und Galle, hau den Lukas. Ja, ich glaube nicht, dass die Bistro-Gabel das hatte. Ich glaube nicht, aber einfach ein bisschen was weglegen. Oh, nimm ich das mal. Du kannst auch Insomnia nehmen, dann ist es komplett leer. Dann ist es auf 0. Ja. Und die anderen sind zu wenig Punkte noch. Mhm. Und zack. Ja. Nochmal ein Wurm. Nee, na klar. Ameisenlöwe, was eigentlich mal ein Boss war. Aber der hat trägt nicht dieselben Items. Hab ich auch nicht, kann ich ja mal gucken. Nordöstlich sehe ich, da ist der richtige Wirbel. Das wär's, auf die... Äther, High Potion, Baldrian. Ja, nicht dasselbe, was der Boss hatte. Ja, ich würde einen Feuerwehr. Konterhauern. Bei Steiner. Hüpf, hüpf. Sandsturm. Dagegen schützt selbst Levitas nicht. Ja. Boah! Ja. Ist fies. Boah, ist das heftig. Ah, naja, ist zu spät. Werksfeier ist weg. Wiederbeleben. Na, hat sie jetzt mal keine Erfahrung gekriegt. Boah, das war heftig. Aber sowas von. Und gleich mit Statuswendungen auch noch zugeknallt. Mhm. Und gleich mal wieder voll auffrischen. Alles andere machst du mit Fafnirs Wind, oder? Achso, ja, Zelt. Ja. Hast ja schnell ist ausgeschalten. Heftig, ja? Ja. Eisenlöwen. Mal überlegen, welches Ding das überhaupt nördlich ist. Nordöstlich. Der nordöstlichste Strudel ist es. Also, der da hinten.
Das müssen wir das sehen. Ja, ist auch. Fragezeichen. Bildschirm schwarz. War auch gesagt. Ja. Und Kuja begrüßt euch. Ja. Eine kleine Katze kommt jetzt. Mit Sidan und Kuja. Ja. Da seid ihr ja genauso, wie ich es vorher rausgesehen hatte. Sidan, mach auf. Hey Sid, was machst du denn hier? Und wo sind wir überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind bis zum Treibsand gekommen und dann wurde mir plötzlich schwarz vor Augen. Und jetzt sitzen wir hier in so einem Käfig? Richtig, bei mir war es eben so. Hey, was ist eigentlich mit den anderen? Ich weiß es nicht. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Hattet ihr angenehme Träume? Diese Stimme, bist du das, Kuja? Es freut mich, dich wiederzusehen, Sidan. Was ist mit den anderen? Was hast du mit ihnen gemacht, du Mistkerl? Aber, wer wird denn gleich beleidigend werden? Sorge dich nicht um deine Freunde. Ich habe ihnen allen auch eine Kleinräumigkeit zugewiesen. Und nun lass mir dich zeigen, welchen Komfort diese Räumlichkeiten bieten können. Und wenn ihr noch so zäh seid, dort unten wird euch eure Kraft nichts nützen. Wenn ich könnte, würde ich dich gleich zweimal töten. Och, sind wir etwa sauer geworden? Wie dem auch sei, ihr habt sicherlich verstanden, dass euch im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen brennt. Daher wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Aber ich bin ja auch kein Unmensch. Und so werde ich zumindest für das Leben der anderen garantieren. Was sagst du also? Ich habe wohl kaum eine andere Wahl. Naja, da müssen wir jetzt ein Item holen, also haben wir auch keine andere Wahl. Ich habe wohl kaum eine andere Wahl. Ich glaube, es geht los. Ich habe ja wohl kaum eine andere Wahl, oder? So ist es, dann tritt heraus. Jetzt müssen wir ein Team zusammenstellen. Ja. Herzog, passt auf die anderen auf. Sei unbesorgt. Gib Acht auf dich und dass du mir ja wieder heil zurückkommst. Na klar, lass mal nicht die Schenkel hängen. Ja, sonst gibt's Froschschenkel zu essen. Bis später. Ne, hinter war nix. Da kommt man jetzt gerade auch nirgendwo rein. Lass mal. Hier treibt ihr euch also auch rum. Schweigen. Stell dich zwischen ihnen in die Mitte. Ach, wenn es sein muss. Swim. Hier kann man auch irgendwo eine Numbing Way Karte finden. Bei Kuja. Sei willkommen in meinem bescheidenen Heim. Spar dir die Leier, was willst du? Du scheinst aber gar nicht in guter Stimmung zu sein. Gut, dann höre. Du solltest mir aus einem bestimmten Ort einen bestimmten Gegenstand holen. Was soll der Schwachsinn? Geht das Ganze vielleicht auch ein klein wenig genauer? Du solltest aufpassen, wie du mit mir sprichst. Du wirst doch nicht vergessen haben, dass ich die zarten Leben deiner Freundin in meiner Hand halte. Dreck! Du solltest an einen Ort namens Euwert gehen. Und der ist wo? Euwert befindet sich auf dem vergessenen Kontinent südlich von Chase Schlucht. Ich bin für diesen Ort sozusagen nicht geschaffen. Was soll das wieder heißen? Dieser Ort scheint von einem antimagischen Kraftfeld umgeben zu sein. Da ich deswegen dort keine Magie wirken kann, habe ich mir gedacht, ich lasse durch Dummkopf die Arbeit machen. Ey! Ich möchte, dass du mir von dort den Guruk-Stein mitbringst. Hört sich doch alles ganz einfach an, oder? Ich werde dir ausnahmsweise meinen Luxuskräuter leihen, Hildegard 1. Drei von deinen Freunden werde ich erlauben, dich zu begleiten. Schließlich gefällt es dem wenigstens, gegen sich selbst zu kämpfen, nicht wahr? Hä?
Hahaha, schon gut. Und hast du deine Wahl getroffen? Ja, alles, was natürlich Krieger sind. Der Schrotthaufen. Steiner, Margon und Freier, würde ich sagen. Ja. Ne? Ja. Bei Feuer brauchen wir zum Heilen. Ja. Vivi ist total für den Dreck. Ja. Lilly und ja, die drei sind hauptsächlich schwierig Magier. Werden. Und Quina ist so ein Zwischending. Hm. Lilly könnte schwierig werden. Ja. Hm. Steiner, Freier und Margon. Dann sollen sie sich zu uns gesellen. Steiner? Was? Freier? Hä? Margon. Oh. Hm. Diese drei sollen heraustreten. Du brauchst keine Angst haben, das geht schon nicht auf. Geh zu dem Platz, wo sich die zwei Wege kreuzen. Das wird ein Dreifach-Telefon. Swim, swim, swim. Jum, jum, jum. Welch freudiges Wiedersehen. Ich bin sichtlich gerührt. Los, stell dich auf die Plattform dort. Du wirst dein Versprechen halten. Aber sicher doch, du kannst dich ganz auf mich verlassen, in Klammern. So. Deswegen muss man ja später noch kämpfen gegen den. Was seid ihr doch alle für Narren. Aber bevor wir da hingehen, wird vorher nochmal nach Trenor angehalten. Was? Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Wir müssen leider warten. Ich weiß, was du vorhattest. Ja. Hier konnte man gleich eine Karte holen. Bei Kuja konnte man eine Karte finden. Ja, hier. So, bloß das. Ja, da ist er. Ja. Ab zum vergessenen Kontinent. Falls ihr keine Items mehr habt, könnt ihr bei Zorn und Sonn einkaufen, wenn ihr das Flugschiff ansprecht. Na klar, hier sind Gegner. Habt ihr keine Lust auf Zufallskämpfe, bla bla bla. Ja. Ah, oh, das fehlt. Jause-Priester. Eignet sich gut zum Trainieren. Aber du hast ja schon ein bisschen vortrainiert. Ja, die sind alle auf 70. Bis auf Zidane. Der ist sogar höher. Auf 85 sogar. Der Schwarzmagier. Ja. Mal gucken, was Zorn und Sonne ein Angebot haben. Na klar, könnt ihr denn mal die Jausepriester nicht grillen oder so? Nein, können sie nicht. Ah, die Viecher, diese M&M. M&M. Einer ist gegen Magier anfällig, einer gegen immer den obersten. Gift, hat ja gewirkt. Ey, der hat so viele Anlöse aus. Nein, nee, Gift hat gewirkt. Genau. Schlaf. Die Blauen verwenden gerne Magie. Ja, schlaf mal selber. Wir sind immun. Wir sind geschützt. Die wackeln ganz schön hin und her gefährlich. Boah. Ja, weil wir keinen Magier gerade haben. Wir haben noch ein paar magische Kräfte vor einem Freier. Das hilft vielleicht ein bisschen. Ich hab eine Idee, ich mach erstmal den hier. Weil der ist nämlich gerade auf Blau. Ja. Der ist blau. Vielleicht mehr Schaden. Er basiert auf Magie. Blau für Magie. Gern mal. Naja. Lass stecken. Jetzt sind sie beide blau. Ist ja dämlich. Hat sein Kumpel Kau langsamer gemacht. Und ich glaube, Gelb ist einfach nur ein Zwischenstück. Ja. Wir müssen heute wirklich der blaue oben sein mit unseren Leuten hier. Ja.
So, jetzt müssen wir Sonne und Sonnen sehen. Wir werden automatisch hingeschickt. Achso. Ja, sowas. Zum besagten Ort. Sieht irgendwie aus wie ein Marmolida in Blau. Ja. Ein Morast. Aber ich glaube, den hattest du schon untersucht. Ja, doch, der ist da. Da sieht man am Strand. Und von dort konntest du ja mit der blauen Narzisse rein. Ja. Hier haben wir gerade keinen Einfluss drauf. Baumlifras. Baumlifras, genau. Wir sind nahe Madansari gewesen. Hey, glaubt ihr denn wirklich gute Edward? Schweigen. Hey, glaubt ihr denn wirklich gute Edward? Alle in Schweigen gesetzt worden. Hey, sag doch was! Das sind nicht die Schwarzmagier aus dem Dorf. Da ist er. Son, die Fragerei kannst du dir sparen, sag ich. Außer auf unseren Befehle reagieren wir auf nichts, sag ich. Ihr zwei Verdammten! Kaum ist Brain tot, schon tanzt ihr nach Kujas Pfeife. Da glaubt wohl, sich alles herausnehmen zu können, sag ich. Außerdem weiß ich gar nicht, was er damit andeuten will, sag ich. Und überhaupt solltest du dich weniger aufmüffig zeigen, sag ich. Sonst können wir nicht für das Leben deiner Freunde garantieren, sag ich. Ihr miesen Kleinen. Diese Schwarzmagier sind ohnehin nichts weiter als schlichte Werkzeuge, geschaffen, um im Krieg zu kämpfen, sag ich. Die schwarzen Tenöre, die alle eine Art Spezialwaffe geschaffen wurden, hatten jedoch ein ausgeprägtes Ich, sag ich. Die Kreaturen hier aber sind kaum zu etwas anderem fähig, als blind ihren Befehlen zu gehorchen, sag ich. Außerdem wollen sie nur mit einer begrenzten Lebensspanne versehen, so dass sie einfach aufhören zu funktionieren, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, sag ich. Außer für den Einsatz im Krieg sind sie für nichts zu gebrauchen, sag ich. Und trotzdem, obwohl sie nur einfache Werkzeuge sind, scheinen sie irgendwie am Leben zu hängen, sag ich. Wie amüsant. Letzten Endes ist es ein Werkzeug, aber doch nichts weiter als ein Werkzeug, sag ich. Nicht, dass man von euch beiden groß was anderes behaupten könnte. Was war das gerade eben, frag ich. Diese Frechheit ist unentschuldbar, sag ich. Ihr behauptet zwar, die Schwarzmagier hätten keine Seele, aber so etwas wie eine klare eigene Persönlichkeit kann ich bei euch beiden auch nicht gerade erkennen. Na, ist doch so, oder? Ja, mehr als im Zirkus arbeiten können die auch nicht. Deine Restigkeit werden dir schon bald vergehen, sag ich. Das wirst du bereuen, aufs Äußerste bereuen, sag ich. Wie auch immer, bevor wir landen, hau ich mich nochmal aufs Ohr. Und immer schön vorsichtig fliegen, alles klar? Wir müssen eigentlich bald da sein, oder? Ja. Bei Albert. Ist ja komplett längs, wo ist das? Ja. Hier im verschlossenen Kontinent, beim eisigen. Da müssen wir später auch noch rein. In die Eiswelt. Ja. Boah, Alter. Noch ein Morast. Da drin, hinter. Vergessener Kontinent. Aber erstmal gucken, was Zorn und Zorn da haben, bevor wir weitergehen. Überlegen, wie das überhaupt war. Wohin willst du denn, frag ich. Unsere Reise geht nach Süden, sag ich. Ich lasse dich erst wieder rein, wenn du deinen Auftrag erfüllt hast. Aber damit du da draußen nicht krepierst, verkaufe ich dir gerne ein paar nützliche Sachen, sag ich. Potion? Auf jeden Fall High Potions auffrischen. Zur Sicherheit. Ja. Bei dir brauchen wir sehr oft. Ui, Talismans verkaufen, das ist schon mal sehr gut. Talismane? Auf jeden Fall auch welche kassieren. Ja. Hab keine Lust, hier Zombies zu sehen. Ja. Nochmal, ich werde mal so, das ist viel. Finde ich sehr ausreichend. Antidotes unbedingt. Talismane sollten wir auf jeden Fall einige holen. Für den Fall des Falles. Ja.
78 würde ich sagen. Dann hast du davon auch 80. Vakzin auf jeden Fall. 80. Wir haben ja genügend Kohle. Ja. Ein zurück, genau. Allheilmittel. Weil das wirkt nämlich für Zombie mich nicht. Ne, leider nicht. Baldrian war, glaube ich, gegen Neurose, oder? Ja. Guck mal. Ja, Neurose. Ich glaube, für Tobsucht gab es nichts. Infektion. Zombie. Ja. Blind, Gift, bla bla bla. Ja, und das haben wir jetzt klassisch auch. Potions brauchen wir nicht unbedingt da. Ja. Die taugen nichts bei uns. So. Na dann, ab nach Ölwert. Dann muss ich mal gucken, wo es ist. Auf jeden Fall prüfen wir erstmal den Morasta. Ja. Wenn du möchtest. Zumindest tun wir ihn schon mal registrieren. Störung. Ah, Ausmann. Ja. Der hat auf jeden Fall eine blaue Magie. Ich glaube 1000 Pfeile. Ja, mach mal ruhig. Trittier dich selber. Ausmann. Den kann man auch fressen. Ja, wenn es schmeckt. Sag das nicht mir, sag das Queener. Queener frisst alles. Ja. Was fressbar ist. Auf jeden Fall registrieren wir erstmal den Morast und dann gehen wir in der Geschichte weiter. Oh, der ist aktiviert, wieder raus. Am besten. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Ja, da hinten ist irgendwas. Ah, nee, das ist die Hildegard 1. Genau. Nach Süden irgendwo musste. Ja, hier, also. Irgendwo nach Süden musste. Um bei Albert anzukommen. Ja, wir machen das. Stimmt's? Ja. Ein paar Schardiner. Travelbugs. Schwerelos, Levitas. Ja. Aber wer geht? Was soll denn das überhaupt bringen eigentlich? Weiß nicht, irgendwas. Irgendwas. Weiß nicht, was das bringt. Jedenfalls geht's durch. Ich glaube, wenn sie. Ich glaube, wenn sie schweben, sind sie ein leichteres Ziel. Könnt ihr nichts anderes? Ist ja langweilig. Zack. So, der erste ist schon mal hinüber. Könnt ihr auch physisch angreifen, ihr Dödels? Erschütterung. Er ist der dämlich und Margon ist im Untergehen. Durch das Schweben? Ja. Und tschüss. Auf nimmer Wiedersehen, Brabbelbug. Argon ist wieder gelandet. Ja. Potion und Phoenix wieder. So, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.